Bin froh, dass ich raus bin aus der Scheiße. Du tust mir leid. Muss es nicht. Okay. Du willst meinen Ruf haben, richtig? Dann erschieß mich. Aber vergiss nicht, wenn du mich hier umbringst und nicht auf der Straße, dann wirst du dafür bekannt, was du bist. Abschaum. Aber du bist dann tot. Und ich? Ich habe eine Legende getötet. Was soll's? Irgendwelche letzten Wünsche, Großväterchen? Weißt du, wir sind Freunde. Was? Du Schlampe! Verdammte Bitch! Oh. 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 Sag mir, wo du wohnst, Schätzchen. Jetzt sag schon, wo verdammt nochmal du wohnst. Scheiße, sie wohnt da drüben, jetzt lass sie in Ruhe. Wer redet mit dir? Okay. Ich will, dass deine Mutter das sieht. Wenn sie dir keine Scheißmanieren beibringt, mach ich das eben. Na los, kommt, Mädels, das schauen wir uns an. Und wenn hier noch irgendjemand Scheiße reden will, dann seht ihr jetzt, was dann passieren wird. Oh oh. Jetzt ganz genau hin. Bitte, bitte, lass mich in Ruhe. Okay. Du bist die ganz geil. Tut mir leid, okay. Okay. Bitte, bitte, lass mich, ja.
Ich will so einen Scheiß hier wirklich nicht machen. Schlampen so zum Schweigen zu bringen. Das ist mein Gebiet, mein verdammtes Viertel. Und ihr spielt besser nach meinen verfickten Regeln, okay? Ich hoffe, ihr habt gehört, was er gesagt hat. Bye, Ladies. Fick dich, du verdammter Wichser! Du Scheißarschloch! Ins Krankenzimmer. Lassen Sie mich los! Du kommst jetzt mit. Nehmen Sie die Hände weg, Miss. Nehmen Sie die Hände weg. Pass auf, was du sagst, junger Mann. Oh ja, ja? Das werden Sie bereuen. Das verspreche ich Ihnen. Ich möchte ihn nicht suspendieren. Sollten Sie aber, wenn es denn hilft. Er braucht seine Lektion. Ich danke Ihnen. Sie verstehen sicher, dass wir so ein Benehmen nicht dulden können hier in Arkekin Park. Wir wollen nicht, dass Schüler so wilde Manieren an den Tag legen. Tut mir leid. Es muss sich etwas ändern. Es war bestimmt eine ungestüme Energie. Zu Hause ist er nie gewalttätig. Er ist ein gutmütiger Junge. Das war aber nicht seine erste Schlägerei. Entschuldigung, aber was wollen Sie damit sagen? Ich mach das schon. Tun wir nicht alle dumme Dinge, wenn wir jung sind? Ich weiß, das ist keine Entschuldigung, natürlich, aber glauben Sie mir, ich kümmere mich drum. Das ist reine Zeitverschwendung. Das Mädchen wird nicht mit uns reden. Aber wir sollten dem Arschloch einen Besuch abstatten. So funktioniert's nicht. Sollte es aber, wir wissen, dass Sie es waren. Und es ist unser Job, es zu beweisen. Oder damit klarzukommen. Adam Schenko und sein verfickter Kumpel Trey brauchen eine Abreibung. Glaub mir, Mailer, so kommen wir nicht weiter. Glaub du mir. Wenn wir wollen, dass er die Härte des Gesetzes spürt, dann sollten wir es sein, ihn festnehmen. Guten Tag, Miss. Wir möchten mit Ihnen über den Vorfall mit Ihrer Tochter sprechen. Nein, nein, bitte, wenn Sie uns zuhören würden. Bitte, Miss, wir wollen helfen. Das lief ja toll. Und jetzt auf meine Art. Jetzt ich, jetzt ich. Was willst du denn eigentlich, Mann? Du wirst doch eh nichts finden. Die wissen das, Bruder. Die befummeln nur gerne kleine Jungs. Hör zu, Schwanzlutscher. Wir wissen, was los ist. Wow, du bist echt alt, Mann. Hat man dich in der Schule gehänselt? War es etwa der Klassiker? Oder haben sich deine Kumpels verpisst, als du Bulle geworden bist? So ist es doch meistens. Ja, ja. Willst du mich schlagen? Na los, komm schon, Mann, schlag mich. Hier stehe ich. Na komm schon. Hau mir eine rein. Nur ein bisschen. Na los, hä? Nur ein klitzekleines bisschen. Gib mir einen kleinen Klaps. Los, du Pfeife, gib mir einen kleinen Klaps. Yeah. Dreh dich um. Habt ihr nichts Besseres zu tun, Jungs? Nein? Mädchen das Gesicht zu zerschneiden? Hä? Du Fettsack. Und du, Bohnenstange, verpisst euch. Haut ab. Und so machst du dir einen Namen? Ein Feigling. Das bist du. Ein gewöhnlicher Verbrecher. Du hast gar nicht den Mut, um irgendwie unvergesslich zu sein.
Sind wir jetzt fertig? Vor ein paar Jahren wärst du so nicht davon gekommen. Als die Gavnos noch da waren. Die hätten dich fertig gemacht. Die waren unvergesslich. Jeder hat sie respektiert. Etwas, das du nie haben wirst. Hey Jungs, ihr dürft jetzt gehen. Und vergesst eure Wertsachen nicht. Hallo? Hey Angie, hier ist Michelle. Können wir reden? Ja, tut mir leid. Aber im Moment ist es eher schlecht. Ja, morgen ist besser. Tut mir leid. Okay, danke. Komm schon, Baby. Es fängt an. Ja, okay. Wer war das? Ach, der wollte mir was verkaufen. Die machen mich verrückt. Willst du einen Kaffee? Ja, klar. Gut zu, ruf diese verdammte Nummer hier nie wieder an. Hast du verstanden? Okay, komm her und sieh dir das an. Hey Mitch, das musst du dir ansehen. Guck dir den an. Oh, verdammte Kacke! Genau rein. Ich hätte was Kleineres geworfen, auf jeden Fall. Was? Du wärst längst draußen, würdest auf jeden Fall wegrennen. Komm schon, Mann, du weißt, ich würde. Ich hätte mir eingepisst. Also ich meine, wirklich eingepisst. Genau da, auf der Stelle. Der Typ hat eine Motorsäge oder sowas. Schau dir das an. Du musst stark bleiben, wenn sowas passiert. Was? Du wirst was Kleineres und auf einmal lässt er die Motorsäge fallen und gibt auf? Was redest du da, Paul? Das ist doch Bullshit. Was sagst du, Mitch? Würdest du bleiben und kämpfen oder wegrennen? Das hätte nicht passieren dürfen. Er hätte vorher gestoppt werden müssen. Ja, aber das ist doch nur ein kleiner lokaler Pub. Keine Sicherheitsleute oder so. Wer hätte ihn stoppen sollen? Ist ja nicht so, dass er mit einem Messer rumläuft. Stattdessen rennt er die ganze Zeit auf der Straße mit dem Ding da rum. Klar, der trägt immer die Kettensäge bei sich nach dem Motto, ich muss hier noch was reparieren. Ja, weil die Batterien ihrer Kettensäge leer sind. Ist man erstmal drin, muss man als Einheit funktionieren. Achtet auf seine Körperhaltung. Er hat die Waffe nicht unter Kontrolle. Solange einer von euch sich ihm gegenüberstellt, aber weit genug weg, um einem Schlag auszuweichen, dann habt ihr eine Chance. Die anderen zwei?
Einer kommt von da und einer kommt von hier und einer kommt von hinten und einer duckt sich. Ganz simpel. Okay, Jason Bourne. Ja, habe ich in einem Film gesehen irgendwo. Okay, und jetzt zurück an die Arbeit. Das ist kein Feriencamp. Wir müssen Kunden Lina zufriedenstellen. Der denkt, er ist Rambo. Gib mir jetzt mal deine Tasche. Bescheuert. Hey, gib ihm Bier. Der Junge hier hat kein Bier. Oh nein, Mann, ich trinke kein Bier, nur hartes Zeug. Komm, klar, Mann. Du hörst dich an wie deine Braut. Der hat doch überhaupt keine Braut. Der Kerl ist doch ganz sicher noch Jungfrau. Alter, fick dich doch. Ich bin der Gaffner. Der Gaffner? Ja. Aber in der letzten Woche warst du hier nicht, der Gaffner. Okay, erinnert ihr euch an West Ham auswärts? Ich habe euer verficktes Leben gerettet, wie so immer. So ein Scheiß mein Leben gerettet. Warte, der Gaffner ist der Boss. Du ein halbes Hemd. Du bist gar nichts. Dich mache ich alle. Oh. Ach, wirklich? Ja, komm her. Ding, ding, ding. Ganz easy, easy. Na los, komm schon. Also, wie wollen wir es angehen? Ne? Was willst du, du Arschloch? Ah, komm her! Komm doch. Wenn du das nochmal machst, hau ich dir eine rein. Vorsicht, Mann, der ist gefährlich. Ich glaube, der Gaffner hat sich eingeschissen. Mach's gut, Schätzchen. Ich hab dich lieb. Der Jut hat meine Schuhe dreckig gemacht. Haben Sie alle über mich geredet? Nein. Auch egal. Ich mag's irgendwie. Glaubst du, ich bin bekannter als die Governors? Ist mir wirklich egal. Ja, ist mir auch egal, aber ich höre Geschichten über diese Oldschool-Scheiße und ich mag's nicht. 5,55 bitte. Heute nicht. Hör zu, glaub nicht an den ganzen Blödsinn, der erzählt wird. Gemüse ist gut für dein Fußballtraining, wenn du das isst. Bist du ein besserer Spieler? Ich hasse das. Jetzt iss einfach. Du isst ja auch nicht. Und? Guter Junge. Ich werde für eine Stunde oder so weg sein. Aber wenn du das nicht aufgegessen hast, bis ich zurück bin, keine Schuhe. Hey, hör auf damit. Alles gut? Bis gleich, okay? Was ist mit dir, Schatz? Was gab's in der Schule? Nicht viel. Aber irgendwas war das. Nein, Mom. Dasselbe wie gestern und vorgestern. Zeig deiner Mutter verdammt nochmal Respekt. Entschuldige dich. Entschuldigung. Mensch, beruhige dich. So ist man eben mit 13. Hüpf auf und ab. Na los jetzt, hüpf auf und ab! Mitch? Mach schon! Hör auf! Was soll denn das, Mitch? Willst du es ihr sagen oder soll ich etwa? Mitch, was ist hier los? Komm her! Komm her! Soll ich dir jetzt auch ins Gesicht spucken, Junge? Was zur Hölle ist hier los? Und lass nicht zu, dass ich dich jemals wieder bei so einer Sache erwische! Und jetzt geh auf dein Zimmer! Sofort! Mitch?
verdammte Scheiße. Wo sind die Governors? Sieh dir mal all diese Idioten an. Oh je. Kann ich euch helfen? Ja, vielleicht. Ich suche nach ein paar alten Säcken, die sich mal die Governors genannt haben. Sagt ihr das etwas? Hier drin sind keine Governors. Außer mir. Ah, ist das so? Wer bist du? Ich glaube, du weißt, wer ich bin. Nein, ich gebe auf. Wer bist du? Ich dachte, mein Name wäre hier bekannt, oder etwa nicht? Nicht wirklich. Hast du einen Ausweis? Seid ihr Jungs denn überhaupt schon 18, oder was? Fick dich doch. Okay. Nach draußen. Habt ihr Lust? Nein, alles okay. Nein. Ich hab bloß keinen Bock, mich mit dem Fußvolk abzugeben. Ich würd's lieber mit deinem Boss austragen. Mitch, richtig? Der ist vor 20 Jahren ausgestiegen. Lebt 30 Kilometer außerhalb und ich hab keine Ahnung wo, also viel Glück damit. Es ist fast unmöglich, heutzutage Leute nicht wiederzufinden. Hast du schon mal was von Internet gehört? Natürlich nicht. Das ist ja auch wie eine Zeitschleife hier drin. Damals der gefürchtetste Pop Londons, jetzt sieht's hier aus wie in einem scheiß Jobcenter. Tu dir selbst einen Gefallen. Und hau ab. Ich denke, ich kaufe mir ein Bier. Lass es, Junge. Die Governors existieren nicht mehr. Aber damit das klar ist, wenn sie noch da wären, dann wärt ihr genau die Kriminellen, die sie aus Spaß verdreschen würden. Ist das so, ja? Ja. Aber weißt du was, Großvater? Mir geht euer verfickter Ton mir gegenüber ziemlich auf den Sack. Ich bin hergekommen, um ein paar einfache Fragen zu stellen. Die Wahrheit ist, ich bin in friedlicher Absicht hier, um meinen Respekt zu zeigen. Tja, dann geh und alles bleibt so. Aber wenn nicht, dann muss ich wohl höchstpersönlich nachhelfen. Kein Witz. Scheiße, was ist das hier, The Walking Dead? Deine Zeit ist lange vorbei, alter Mann. Setz dich hin und halt die Klappe. Hau ab. Ein Schlag! Meine Fresse! Du hast mir den scheiß Tag gerettet, Mick. Was willst du haben? Eine Tasse Tee. Das sollst du haben. Ja, und deswegen nennt man mich auch den Postmann, Jungs, weil ich immer... Ach, du Idiot, nichts lieferst du ab. Erzähl doch nicht so einen Scheiß, du Penner. Hey, Boss, gucken Sie mal hier. Diese alte Knacker haut dieses kleine Kind um. Das ist echt zum Totlachen. Ja, ganz toll, ich muss arbeiten. Ach, kommen Sie, Boss, das ist echt lustig. Mail's mir rüber, ich schau's mir später an. Sag mal hier. Boom! Leute! Vielen Dank. Hier lang. Ja, du kleiner Süßer, du guter Junge. Morgen. Guten Tag. Meine Güte, Mick, du bist viral geworden. Viral? Keine Angst, ist nicht ansteckend. Eine 500.000 Menschen haben dich online gesehen, wie du den Idioten schlägst. Was? Na, gestern Abend. Die Videoüberwachungsanlage. Gut. Wieso kommt der so in den Pub? Die hatten keine Ahnung. Es gibt doch keine Hierarchie oder sowas. Niemand, der sie im Zaum hält, so wie du. Die Wehrpflicht sollte wieder eingeführt werden. Was? Hätte uns das gut getan? Ich meine, wir waren auch nicht besser, oder? Ihr wart keine Kriminellen. Ich habe euch nur gezeigt, wie ihr euch verteidigt. Das war alles. Die Dinge liefen etwas aus dem Ruder. Dadurch, dass ihr hier seid,
habt ihr eine Verpflichtung. Eine Verpflichtung gegenüber den Leuten neben euch. Eine Verpflichtung mir gegenüber. Ihr könnt hier jederzeit herkommen. Hier könnt ihr euch wie zu Hause fühlen. An diesem Ort lernt ihr über das Leben. Und ich habe zwei Regeln. Nummer eins. Jeder Ärger von draußen bleibt auch draußen. Ihr kommt her, um zu trainieren. Irgendwelche Ärger. Und ihr seid draußen. Nummer zwei. Die Leute, die jetzt neben euch sitzen, sind jetzt eure Familie. Eure Freunde. Euer Blut. Familie ist das Allerwichtigste. Willkommen in eurer Familie. Ich weiß nicht, warum du die hier nimmst. Ich habe nur 50 Mäuse. Aber Ronaldo hat die auch. Ja, und als er angefangen hat, hätte er für diese hier getötet. Ich mache einen Deal mit dir. Du schießt 30 Tore hiermit in dieser Saison und ich kaufe dir diese hier im nächsten Jahr, okay? Und wenn ich 40 schieße? Okay, probier sie an. Hey, die sind genau wie meine alten. Wunderschön, sauber, klassisch. Scheiße. Hey! Noch einmal und du bekommst überhaupt nichts, okay? Gut, pack sie ein, bring sie zur Kasse und dann bezahlen wir, okay? Hey, Bruder! Kannst du bitte mal kurz kommen? Ja, na klar. Ja, ich wollte dich nur mal was zu diesem T-Shirt hier drüben fragen. Ja, welches denn? Und zwar... dieses hier! Sollte ich dich jemals außerhalb dieses Ladens sehen, dann schwöre ich dir, schneide ich dir die Kehle durch, okay? Ja. Gibt es noch etwas, über das du lachen möchtest? Nein, Mann. Gut. Weißt du, ich schäme mich nicht dafür, wer ich bin. Und auch nicht dafür, wer ich war. Aber ich will nicht, dass du wirst wie ich. Du bist viel besser als ich. Ich dachte, wir würden nicht zum Fußball gehen. International ist was anderes. Und wir haben Spitzenplätze. Dein Urgroßvater hat uns damals mit dem Bus zum Spiel gefahren. Ja? Er hatte so eine kleine Sporttasche, in der er ein paar Fußballschuhe hatte, falls ein Spieler fehlte. Ja? Und was war mit den Schienbeinschonern? Der brauchte keine Schienbeinschoner. Der konnte doch gar nicht Fußball spielen. Niemand hat ihn gewählt. Er war ja kein Stanley Bagshaw. Wer? Nicht so wichtig. Und was ist mit dir? Konntest du gut spielen? Früher nannten sie mich den Eisenkopf Maradona. Wen? Diego Maradona. Keine Ahnung. Hey, du verarschst mich doch, oder? Nein. Lass uns gehen. Nichts ist besser als das hier. Ich habe versucht, die Begeisterung woanders zu finden, aber es gibt nichts anderes. Die Nerven, die Spannung. In den nächsten 90 Minuten kann alles passieren. Tut mir leid, dass ich dich erst jetzt hierher bringe, Junge. Jetzt sieh dir das mal an. Das ist doch klasse, oder? Wahnsinn. Hey, hör mal. Ich glaube, du sitzt auf dem falschen Platz, Mann. Kennst du die etwa? Ist das nicht One-Eyed Buzz? Geh und warte drin. Aber es fängt doch an. Geh rein, habe ich gesagt. Hört zu, Leute. Ich will keinen Ärger, okay? Ich denke, das wissen wir. Was soll das Ganze dann? Ein Wiedersehen der Top Boys. Wo wären wir, wenn wir einander nicht hätten?
Wir hätten eine Familie, Steve. Junge, du redest echt viel Scheiße. Wir sind nicht alle wie du, Mitch. Also, ich werde mich jetzt zu meinem Jungen setzen. Ich würde euch ja vorstellen, aber... Und was willst du sagen? Das ist Bas. Wir haben uns früher die Köpfe eingeschlagen. Ganz genau. Bis dann. Steve. Steve. Mach's gut. Benny. Applaus für die Team. Viel Spaß noch. Hammerspiel. Ich werde diesen verdammten alten Wichser totschlagen. Mir scheißegal. Jetzt chill doch mal, Mann. Der ist nein, niemand ist so respektlos zu mir. Was ist los? Was zur Hölle? Ich weiß, du bist hinter jemand anderem her, aber wir können auch den Boss der Governors haben. Wir werden ihm einfach eine kleine Nachricht überbringen. Ich gehe. In Ordnung. Morgen. Und dann holen wir uns den Alten. My sniff is the purest. One thing that's the surest. You get bumped like a tourist. Ha. London, grey skies. Yeah, a touch road from morning. Dark clouds are forming. Yeah, and the dope fiends are swarming. Verschwindet! Without warning. Residents informing, cause their neighbors. Kann ich mal kurz mit dir reden? Ich habe gehört, du bist ein ganz starker. Ich will ein bisschen plaudern. Ich bin ein alter Freund deines Dads. Ich will, dass du ihm sagst, ich werde mir den alten Mann holen. Und dann sag ihm, wird er dran sein. Sag ihm, dass ich genau weiß, wo er wohnt. Und jetzt mach deinen scheiß Mund auf. Nein. Nein? Lass auf! Zeig ihm das. Hey, da ist er. Ach, komm her. Nur, das wollte ich schon seit Jahren machen. Ich wusste gar nicht, dass du so fühlst. Nicht der Kuss, der Schlag. Der kleine Scheißer hat sowas bitter nötig. Ganz genau. Was möchtest du haben? Fisch und Chips für mich und für ihn eine überbackene Bratwurst. Nein, nein, lieber nicht. Er darf nicht so viel essen. Sonst wird Micky noch übermütig. Hast du gehört, Schwester? Ja, ich hab alles. Weißt du was? Wir können diese Tickets für jedes Freundschaftsspiel bekommen. Alles okay? Der Typ, der das getan hat, wollte dich. Er kam zu meiner Schule und sagte, er holt dich, den alten Mann. Und dann bist du dran. Ich, werd rumfragen und rausfinden, was das sollte, okay? Aber sag deiner Mutter nichts davon.
Adam, hör auf! Hör auf, Adam! Lass ihn, hör auf! Bring ihn um, den Weg! Adam, hör auf damit! Los! Bring ihn um, den Weg! Adam! Nein, Adam! Komm schon, du fauler alter Furz. Das Frühstück macht sich nicht von selbst. Oh nein, Mickey. 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 Hallo? Nein, im Moment nicht. Nein, wir reden später. Okay. Setzt dich jemand unter Druck? Nein, nein, alles okay. Komm jetzt. Ab jetzt. Ich liebe dich. Ich hab doch gesagt, du sollst hier nicht mehr... Ja? Wir sind alle heute hier in Gedenken an Mickey. Mickey Smithson. Einer der Besten. Mick hat mir die Bedeutung seines Namens erklärt. Er sagte, dass die meisten Leute dachten, es wäre von dem Wort Schmied hergeleitet. Ihr wisst schon, ein Mann, der mit Eisen und Stahl arbeitet. Und keine schlechte Beschreibung seiner Rechten und Linken, oder? Aber es ist ein älteres Wort. Ein altgermanisches Wort. Smitan. Es bedeutet Soldat. Das war der Mickey, den ich kannte. Mickey war immer für mich da. Für uns alle. Er gab uns sowas wie ein Zuhause.
hat mir alles beigebracht, was ich weiß. Jetzt ist er weg. Hört man ab, wie ich das hasse. Entschuldigung. Ich habe seine Zitate geliebt. Also, hier. Hier ist einer für den Fährmann. Von Mark Twain. Ja. Jeder Mensch, der sein Leben ausgekostet hat, ist voll und ganz darauf vorbereitet, zu sterben, und zwar jederzeit. Auf Mickey. Smithy. Prost. Michelle? Ja? Passt du, würdest du ein bisschen auf Oma aufpassen, ja? Okay. Okay, gut. Ich liebe dich, okay? Ich muss kurz weg, bin gleich wieder da. Okay. Okay. Wie konntest du das zulassen? Wie bitte? Wer ist der Junge? Nein, nicht heute. Nicht jetzt. Wer ist er? 20 Jahre. Keine Erklärung, keine Entschuldigung, einfach nichts. Ich bin nicht hier, damit du mir verzeihst. Mir ist scheißegal, was du oder irgendwer anders über mich denkt. Oh, das ist mir klar. Und ich weiß, dass du dasselbe willst wie ich. Also widersetz dich doch nicht. Tu das mit mir. Und? Adam Schenko. Er ist der Wichser, den Mickey auf dem Video geschlagen hat. Was ist das für ein Kerl? Er ist ein Idiot. Was hatte Mickey mit ihm zu tun? Der Kerl kam in den Pub. Hat dich gesucht. Wieder eine Leiche, die auf dein Konto geht. Du erinnerst dich doch an Charlie. Wo sind die anderen? Warum sind sie nicht hier? Ich habe ihnen gesagt, sie sollen nicht kommen. Mickey hätte... Er hätte es nicht gewollt. Aber wir werden sie brauchen. Wofür? Jetzt reiß dich mal zusammen. Und bring mich zu den Jungs. Okay. Für Mickey. Aber es wird ihm nicht gefallen. Niemand hier respektiert dich noch. Nicht mehr, seit du abgehauen bist. This one's a banger. Release your anger. He's the best. My Brangoonies will tell you the answer. All the suit. Wearing guys in cities can't stand us. They don't understand us. Wartet hier. Ich komm gleich wieder. Ja? Du lebst in dem Haus in einem Pub der Gartenhäuser.
Fettsack! Hallo, Söhnchen. Wie geht's uns denn? Freut mich, dich zu sehen. Na, wie fühlst du dich? Alles okay? Ha? Mhm. Ah! Sag uns einfach, dass Adam Schenko der Initiator war. Wir wissen es eh. Und dann ist das alles vorbei. Meinst du, wenn du älter wirst, werden die Leute zu dir sagen, das ist so einfach wie Fahrradfahren. Also musst du es lernen. Okay, ganz kurz, Kleiner. Warte hier, ja? Komm mal mit. Mann, die haben Jade. Ja, aber keine Angst. Der ist cool. Der redet nicht. Er hält besser sein verdammtes Maul. Ich klär das. Ich klär das. Jade, das ist kein Spaß. Das ist das scheiß reale Leben. Jade. Jade. Das ist ein Mädchenname. Du wirst die größte Bumspussy im Knast sein. Was hat sich deine Mutter dabei gedacht? Hey! Hey, warte! Du hast versprochen, du kümmerst dich um mich. Ja, mach ich ja noch. Für mich sieht das aber nicht so aus. Es sind doch nur ein paar Monate. Nein, 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 mein Junge. Im Knast ist das keine Option, okay? Man sagt keiner Mutter, dass man auf ihr Kind aufpasst und dann, es sind nur ein paar Monate. Ja, aber da ist nichts, was ich tun kann. Doch, das kannst du. Nein, das kann ich nicht. Ich habe ihn jahrelang aus der Scheiße gehalten. Jetzt kommt er bald wieder raus und das war's dann auch. Oh, und während er da drin verrottet, hängst du hier draußen rum? Hör zu, ich weiß, wo auch immer er in der Nacht war, da warst du auch. Hör mir zu. Lass mich nicht diesen Kerl anrufen, okay? Hast du verstanden? Lass mich ihn nicht anrufen. Ja, ich meine es ernst. Kümmer dich drum, ich will meinen Mann zurückhaben. Ich weiß nicht, wieso ich fahren muss. Aber Sie sagen, Sie wollen, dass ich komme. Ich war beim Leichenschmaus, hab meinen Frieden geschlossen, das war's. Hör zu, wir müssen reden. Können wir uns irgendwo bei mir hier treffen? Ich muss geschäftlich weg, mit Mike. Ja, ich mache mir ein bisschen Sorgen. Warum sollte ich alles gefährden? Dann bis später. Ich denke, dass er irgendetwas plant. Ja, naja. Der wird sicher nicht irgendwo in Fredgards rumlaufen, oder? Da wäre ich mir nicht so sicher. Ich werde das überprüfen. Ich kann ihn jetzt nicht verlieren. Nicht nach allem, was wir durchgemacht haben. Hm. Ihr habt es gut gemacht. Ihr habt es weit gebracht. Ja. Und ich will nicht mehr zurück. Du kannst das nicht tun. Klar kann ich das. Guck dir den Laden in der Oxford Street an. Du gehst zum Haupteingang und dann guckst du gerade nach oben. Dann siehst du eine riesige Muschi, die dich direkt anschaut. Eine Nachricht von Gott. Komm, ich zeig dir mal was. Ich werde ein paar Büsche auf jede Seite pflanzen, ja? Wie brasilianisches Laubwerk. Nett und sauber, ja? Nett und sauber, genau so ist es. Ja. Wow. Leck mich doch am Arsch. Komm her. Alles okay, alter Junge? Ja, alles klar, alles klar. Ja. Was zum Teufel will der denn hier? Los, das Knie. Los, dein Knie. Los, weiter. Das gefällt mir eigentlich ganz gut. Ich wollte den schon immer mal die Fresse einschlagen. Aber nicht mit dir. Bist du denn jetzt total verrückt? Ach komm schon, Bill. Wir sind doch stärker als Einheit. Waren wir schon immer. Okay, in den Ring mit meinem Kämpfer. Mal sehen, ob dein Arschloch noch funktioniert. Du hast dich in die Stadt verpisst und hast ihn tot liegen lassen, also so war das damals. Okay, lassen wir es. Wir brauchen... Nein, 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 warte. Wir werden das machen. Wir brauchen ihn, verdammt. Also gut. Ich zeig dir, was ich davon halte.
It's my house, my house, my rules. It's my house, baby. When the sun comes out, it don't shine through my window. My head's closed, eyes open. Hey, Mitch. Hey, Mitch. Come here. Hallo, Tom. Wie geht's dir denn so? Geht's gut. It don't shine through my window. Hände nach oben, komm schon, Mitch. Na los, mach schon, Andy. Na komm schon. Ja, können wir jetzt gehen? Hey, was sollte das mit dem scheiß Parkticket da eben? Halt deine verfickte Fresse, okay? Du gehst jetzt nach Hause und rufst diese Nummer auf dem Ticket. Und dann wirst du innerhalb von 14 Tagen zahlen wie ein braver Junge. Oder es wird sich verdoppeln, ja. Und wenn du das nächste Mal hier parkst, lies die verdammten Schilder. Mach dein Maul auf, du kleiner, verschissener Wichser. Clownschuhe, hä? Lust auf ein Bierchen? Wirklich schön, dich zu sehen, Mitch. Wie geht's euch? Weißt du was, Mann? Was? Hab drüber nachgedacht, nach Spanien zu fahren. Ich war noch nie verreist. Ach, so ein Scheiß. Nein, ehrlich, war ich noch nie. Aber nix mit Strand, wir fahren in die Berge. Kein Thema, ich bin dabei. Okay, dann mache ich ein paar Anrufe. Was ist mit deinem kleinen Bruder? Ich kläre das schon, okay? Wir werden fahren. Ja, hast du mal einen Filter? Ja. Ich hab nachgedacht, wenn wir nach Spanien fahren, werden wir dann auch ins Camp Nou gehen? Oder Bernabeu? Ja, Mann. Wir werden uns beide ansehen. Hier, mach was damit. Hä? Ich sagte, mach irgendwas damit. Mir fällt gerade ein, dass ich meinen Bruder abholen muss. Wir sehen uns. Ein Schwagenjagd am Boden. Das wird genial. Hey, das kostet 50 Pfund Strafe hier drin. Was? Hey. Warte. Warte mal. Du verdammter reicher Bastard. Für dich. Und für dich. Und für dich. Und für dich. Hör zu. Genieß die Dinger. Die wurden extra aus Kuba hergeschmuggelt. Versteht ihr? Von meinem Lilliputaner-Freund Juan hat er geschmuggelt in seinem Arsch. So schmecken die Dinger auch, Mann. Und naja. Ist ein langer Flug. Wisst ihr, was wir machen? Wir gehen einfach zu ihnen und hauen sie alle um. Nein, nicht die Typen. Die sind echt hart. Ehrlich, die sind nicht dumm. Bei denen müssen wir wirklich vorsichtig sein. Ich meine, es sind nur ein paar wichtige Leute. Wenn wir die ausschalten, dann werden die anderen abhauen. Garantiert. Solange wir okay sind, sind mir die anderen ziemlich egal. Ich bin nicht schwul. Du? Keine Angst. Von uns ist keiner schwul, Mitch. Ehrlich. Oh nein, Moment. Oh, ihr wisst, was jetzt kommt. Oh nein, Mann. Komm schon. Ja, das ist deine Angst. Nicht so soft, Mitch. Komm schon. Glaub mir, du willst nicht, dass ich spiele. Okay, dann los. Okay, Jungs, so ein Ding gewinnt man nicht jeden Tag. Wir werden feiern, ein kleines Spiel, okay? Okay. Ich mache einen Song an. Und jedes Mal, wenn er Haus sagt, müsst ihr trinken. Und jedes Mal, wenn er Street sagt, dann müsst ihr trinken. Barkeeper. Einen kurzen für dich. Okay. Oh Mann, das haut rein. Oh Gott, gib mir noch einen. Hey Jungs, bleibt hier, kommt zurück, das war nur Spaß! Los, komm her!
Ihr feiert euer Wiedersehen ohne mich. Habe ich die E-Mail verpasst? Oder ist es, weil ich ein Bulle bin? Mitch, unter vier Augen bitte. Yo, Trey. Ja, um 18 Uhr morgen. Reiner Street. Ja, du sollst die Sache regeln. Weil ich mich um meinen Bruder kümmern muss. Mach's einfach, okay? Cool. Wer ist da? Ich bin hier, um was abzuholen. Dreh dich um. Guten Abend. Jetzt wirst du fertig gemacht. Was soll das? Schön, dich hier zu sehen. Ja. Ups. Okay, gut. Was war so wichtig? Hör zu. Myler hat letzte Nacht seinen wichtigsten Mann festgenommen. Wurde auch Zeit, dass er mal irgendwas macht? Wir sollten zuschlagen. Ja. Wo sind die anderen? Keine Ahnung, ich habe auf dich gewartet. Aber er wird bald auf Kaution rauskommen, also... Wir machen es heute Nacht. Entzückend. Also was meinst du, woher wir wussten, dass du kommen würdest? Es ist euer Job. Gut gemacht, Jungs. Ja, ja. Aber wir sind doch scheiße, oder? Oh, ja. Wir müssen irgendwelche Hilfe bekommen haben. Aber wer würde uns helfen wollen? Irgendjemand muss dich verarscht haben. Dein Anklageprotokoll ist ein Witz, Junge. Aber das Schöne ist, wir können dich so lange hier behalten, wie wir wollen. Außer du lieferst uns Adam Shanko. Denk drüber nach. Er sitzt ein und du steigst auf. Kann ich meine Brieftasche haben? Und du würdest ihm das Leben retten. Ich hab gehört, dass ein paar von den alten Gesichtern zurück in der Stadt sind. Das ist es. In der unteren linken Ecke. Rote Tür. Doch nicht das da, oder? Doch. Er lebt in dem alten Haus seiner Mutter. Gehen nicht alle. Was? Was? Ich werde alleine gehen. Nein, du hast uns hierher gebracht. Wir werden zusammen gehen. Was zum Teufel soll das hier werden? Du hast die hier vergessen. Ich wollte sie zurückgeben. Du kannst sie behalten. Und du wirst dich ab jetzt von mir fernhalten. Wir haben hier überall Zuschauer. Keine Sorge, die kenne ich schon. Ich werde mich um sie kümmern. Hör zu, ihr geht jetzt. Dann verschwinden die. Ich gehe allein und werde es wieder einmal regeln, okay?
Nein, ich werde gehen. Du bist nicht der scheiß Governor hier. Geht es dir etwa nur darum, Trent? Ich dachte, es geht hier um Mickey. Ihr zwei, könnt ihr euch jetzt mal bitte beruhigen? Jetzt verpisst euch, wir sehen uns später. Los, komm, wir gehen. Das ist schon wieder getan. Was soll das? Hör zu, wir sehen uns später, okay? Ich bin schwanger. Was sagst du? Sieh mich nicht so an, wir wissen beide, es ist von dir. Also, solltest du morgen noch hier sein, dann werde ich's ihr sagen. An die Wand. Wir sollten reden. Hab gehört, du sollst ein Mann der Tat, nur nicht der Worte sein. Pistole oder Messer? Sieht aus, als hättest du eine Pistole. Messer. Und jetzt setz dich hin. Was dagegen, wenn ich rauche? Ja, hab ich. Ich bin froh, dass ich raus bin aus der Scheiße. Du tust mir leid. Kannst du bitte die Zigarette ausmachen? Du denkst nie an die Zukunft, oder? Was passiert, wenn du in meinem Alter bist? Denkst wahrscheinlich, da kommst du nie hin. Glaub mir, da will ich gar nicht hin. Du willst meinen Ruf haben, richtig? Dann erschieß mich. Aber vergiss nicht. Jeder in diesen Wohnungen hier weiß, wo ich bin. Wenn du mich hier umbringst und nicht auf der Straße, dann wirst du dafür bekannt, was du bist. Abschaum. Aber du bist dann tot. Und ich? Ich habe eine Legende getötet. Das wären dann zwei in der Woche. Was soll's? Irgendwelche letzten Wünsche, Großväterchen? Warum glotzt du mich denn so an wie ein Idiot? Diese Kette. Was ist denn damit? Meine Mutter hat sie aus Malaysia mitgebracht zu meinem 18. Da hängen viele Erinnerungen dran. Steph und ich hatten... Auf keinen Scheißfall! Halt sofort deine verdammte Scheißklappe. Ich hab meine Familie. Du richtest eine Knarre auf deinen Vater. Piss dich aus meinem Haus. Nimm die Knarre runter.
Ist schon okay. Verdammt, ich sollte dich erschießen. Dann drück den Abzug. Tu es! Komm schon. Ich lass dich leben. Scheiße, ich will es wirklich nicht. Und ich weiß, dass ich es nicht sollte. Fang neu an. So wie ich auch. Wir laufen nicht alle davon. Solltest du aber. Du hast bis morgen Zeit. Du sagst mir nicht, was ich tun soll, ja? Ich kann nicht schlafen. Ich hatte einen Albtraum. Oh, Hör zu, geh kurz in dein Zimmer. Ich lese dir dann gleich eine gute Nachtgeschichte vor, okay? Ja. Gut. Ich liebe dich, Bruder. Ich dich auch. Sei kein scheiß Idiot, okay? Hör auf. Ich hatte Glück. Ich habe eine zweite Chance bekommen. Sei nicht dumm und lass dir diese Chance entgehen. Du bist mein Blut und ich lass dich am Leben. Aber wenn du morgen noch hier bist... Ja, dann was, alter Mann? Dann werde ich dich umbringen. Mitch Raymond war der Anführer einer Gang, die sich die Governors nannten. Ja. Ja, ich kenne ihn gut. Viel zu gut. Er würde deine Kumpels Krankenhaus reif schlagen. Schenko würde er umbringen. Es sei denn, du gibst mir das, was ich will. Ich werde zuschauen, wie deine verfickte Familie verbrennt! Ich werde sicherstellen, dass nicht ein einziger Bulle dir helfen wird! Ich werde ihn zu deinem verdammten Haus bringen! Ich werde ihn zu deiner beschissenen Familie bringen! Schenko gebe ich euch nicht. Ich will nicht Schenko. Was willst du denn dann? Ich will die Kanone. Und was soll das bringen? Ich werde damit gut aussehen. Gar keine Chance, Bruder. Wenn ich sie habe, wird sie nicht benutzt. Es gibt keine Kanone. Denn wir haben gar keine. Du scheiß Bullenschwein. Los, raus. Nein, lass gut sein, Bill. Wieso zum Teufel musst du ihn immer verteidigen? Der Wichser hat uns auf unserem Boden verarscht. Nein, Männer, es ist etwas komplizierter. Nein, 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 nein. Es ist sehr unkompliziert. Er hat uns sitzen gelassen. Das hat Charlies Leben gekostet. Hätte ich nicht durchgehen lassen dürfen. Hab ich aber. Und jetzt kommt er und ist wieder respektlos uns gegenüber? In unserem Gebiet? Und ich denke nur, das werde ich nicht zulassen. Verdammt! Er ist mein Sohn. Der Junge. Hab's gerade rausgefunden. Also, ich muss den Kerl wahrscheinlich morgen zusammenschlagen. Ist nicht ideal, aber was für eine verdammte Wahl habe ich denn? Und ich dachte, dass wir uns jetzt vielleicht hinsetzen und gemütlich was zusammen trinken. Wie der Arsch von einem Esel. Hat sich nichts geändert. Und du? Du hast mich aufgestachelt. Den ganzen Nachmittag zieht er über dich her. So ging es den ganzen verfickten Nachmittag. Du hast Glück gehabt. Hätte ich dir eine verpasst, wärst du umgefallen wie eine Großmutter auf einer Schlittschuhbahn. Darauf trinke ich. Okay. Ja.
Cheers. Runter damit. Trey ist im Knast. Er wurde verarscht. Was bedeutet, dass einer von euch Wichsern eine Ratte ist? Eine Ratte ist! Einer von euch muss reden. Seht ihr das hier, Jungs? Das ist alles, was ich habe. Ich habe keine Familie. Ich habe keine Mom. Ich habe keinen verfickten Dad. Ihr Jungs. Ihr Jungs seid alles, was ich habe. Versteht ihr? Und wenn jemand mein Vertrauen missbraucht, tut das verdammt weh, wisst ihr? Woods vortreten. Rede mit mir, Woods. Hier gibt's keine Ratte. Ach, ist das so? Ja? Ja. Nicht hier. Du musst aber eine finden, Woods. Denn heute wird Woods befördert werden. Trey ist weg und die neue rechte Hand ist Woods. Du bist der Auserwählte. Und deine erste Aufgabe ist es, jemanden von diesen Wichsern mit dem Messer zu stechen. Weil er geredet hat, ist es mir egal, wer es ist. Aber jemand bekommt die Strafe. Sofort! Halt ihn. Ich hab nichts gesagt. Halt ihn! Ich hab nichts gesagt! Und morgen werden wir in den Krieg ziehen. Wir werden eine Menge Gegner haben. Also, was ich von euch verlange, ist, jede kleine Ratte von diesem Block zu mobilisieren, um zu kämpfen, okay? Seid bereit. Wo ist Mitch? Ich glaube, er hat den Verstand verloren. Er hat seltsame Scheiße im Pub letzte Nacht erzählt. Irgendeine Braut kam und dann ist er plötzlich verschwunden. Was meinst du? Wie er schon sagte, er hat den Verstand verloren. Ist doch auch keine Überraschung, oder? Sei es drum, ich scheiße auf den. Du bleibst hier drin, okay? Wir müssen uns konzentrieren. Ich will mit ihm reden. Trent. Trent. Was? Und was verdammt sollen wir jetzt machen? Wir kommen schon klar. Wir sind doch genug. Mitch! Hey, Mitch! Mitch! Hey, na, jetzt haben wir dich. Alter!
gefällt dir das? Tritt ihm in die Eier. Kommt schon, mach ihn fertig. Officer Myler. Wo ist er? Hallo, Ange. Ich fahre in die Fredgard-Siedlung. Angie, er ist okay. Ich habe ihn gesehen. Er wird nach Hause kommen. Bist du bei ihm? Im Moment nicht, nein, aber später. Er ist nicht bei den anderen. Ihm geht's gut, er wird schon noch kommen. Wo ist er? Fahr nach Hause und warte, ich werde ihn zu dir bringen. Vertrau mir. Mich auf euch. Steh auf! Komm schon!
Officer Myler. Ich brauche einen Krankenwagen in der Fredgard-Siedlung. Ein Schussopfer muss dringend medizinisch versorgt werden. Der Tatverdächtige wurde festgenommen. Verstehen Sie mich? Jetzt. Ich habe eine Waffe beschlagnahmt. Schicken Sie dringend einen Krankenwagen, okay? Hey, ein großer, harter Kerl wie du, der kommt wieder auf die Beine. Komm schon, du bist bald wieder bei Angie. Ja, auch mit dir. Bald bist du bei ihr. Ab ins Auto! Versprochen, dass du nach Hause kommst, okay? Also flicken wir dich zusammen und bringen dich zu ihr, okay? In Ordnung? Verstehst du? Hey, komm schon, Alter, bleib bei mir, okay? Du kommst nach Hause zu Angie. Wohin gehst du? Zu wem wirst du nachher gehen? Sag mir ihren Namen! Angie. Angie. Ihren Name ist... Ganz genau. Wo bleibt der scheiß Krankenwagen? Wo bleibt der? Komm schon, Alter, du kommst auf die Beine. Du schaffst das, Mann! Du verfickter Gaffner! Oh nein! Mitch! Mitch, guck mich an! Ich hoffe und bete, dass du die richtige Entscheidung triffst und wegläufst vor diesem Kampf. Vor diesem Leben. Aber jetzt, wo ich diesen Brief hier schreibe, weiß ich, dass du es nicht tun wirst. Denn so sind wir. Für mich, um den Mut und die Stärke zu finden, alles hinter mir zu lassen, brauchte es eine Person, die ich nicht verlieren durfte. Jemand, der mich dafür liebte, wer ich war. Und jetzt, wegen eines Fehlers, den ich vor 20 Jahren machte, fand ich mich genau da, wo ich angefangen hatte. Schon komisch, wie das Schicksal niemals vergisst. Einer von uns wird morgen nicht nach Hause gehen. Du und ich, wir beide wissen das. Aber ich schätze, es kommt immer ein Punkt im Leben eines Mannes, an dem er aufhören muss, jemand zu sein, der er nicht ist. Ich bekomme meine Rache für Mickey. Er war ein guter Mann. Du hättest eine Menge von ihm lernen können. Er hätte dir gesagt, dass du alles hinter dir lassen sollst. Denn das wäre das Mutigste, was du tun kannst. Niemand ist jemals ertrunken, weil er ins Wasser gesprungen ist, Junge. Du ertrinkst nur, wenn du drin bleibst.